Howdy, liebe Damen und Herren, auf dem Weg zum sechsten Spieltag. Da spielen wir beim FC St. Pauli. Wir wollen die Reeperbahn sehen und 3 Punkte mitnehmen. Auswärts haben wir zuletzt auf dem Betzenberg, am Betzenberg, 3 Punkte entführt. Dann zu Hause wieder auf den Sack bekommen, sodass wir immer noch auf Platz 17 stehen oder wieder unten stehen. Ja, starte dann einfach mal in die Woche, beziehungsweise wir haben ja schon Dienstag. Das letzte Video war deutlich kürzer und deutlich kleiner. Das ist dann gut, weil die Bearbeitung sonst auf YouTube einfach zu lange dauert. Und so. Zingos Trainingsbericht, kein Fortschritt. Transferfrist endet. Obwohl, ich gucke mir erstmal das Spiel gegen St. Pauli an, dann haben wir immer noch knapp eine Woche. Und eigentlich bin ich mit dem Kader ja soweit zufrieden. Wobei, wir haben ja schon gemerkt, wir bräuchten eigentlich Außenverteidiger. Gucken wir erstmal das Spiel gegen St. Pauli und dann sehen wir weiter. So, Kerners Trainingsbericht. Kein Fortschritt. So, unsere U19 spielt auf Schalke. Pauli steht auch im Mittelfeld. Schmidt hinterfragt Leistungstief. Roger Schmidt, er sagte, dass er der richtige Mann sei, um das Formtief zu beenden. Konjunktiv 1. Ja, so, Spieltagsüberschneidung, bla bla bla. Pressekonferenz. Der Co-Trainer macht das gut. 4 Spieler für ihr Land abberufen. Zvonimir Plavcic, keine Ahnung, wer das ist, aber er spielt auf jeden Fall für die U21 von Bosnien-Herzegowina. Noam Rossek für die U21 von Polen. Elijah Okafor für die U21 von der Schweiz und Jovan Jovic für die U21 von Serbien. Das sind alles Spieler aus unserer zweiten Mannschaft oder was? Ich hätte nicht gedacht, dass wir da so viele Nationalspieler haben. Sind das überhaupt die echten Spieler oder ich verfolge die Jugendabteilung nicht so ganz. So, aber einige Namen kommen mir bekannt vor, von daher gehe ich mal davon aus. Ich hoffe, es stärkt unsere Entschlossenheit, sodass wir eine positive Reaktion zeigen. Jetzt gucken wir erstmal die anderen Spiele. Bielefeld verliert 1 zu 2 gegen Braunschweig. Braunschweig springt damit auf Platz 2. Regensburg gewinnt 3-1 in Düsseldorf, springt damit auf Platz 1. Wow, Braunschweig und Regensburg gehen vorne weg. Aber der HSV spielt ja noch. Prinz Owusu, ehemaliger Paderborner, hat hier nichts und aber auch gar nichts getroffen, außer mal einen Elfmeter im Pokal. Hier ist er der Spieler der Woche. Ofori hat gut trainiert. Wie heißt der Mann? Der hat ihn echt noch nie gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie man den Namen ausspricht. Grischkwitsch, schlecht trainiert. Ich möchte da jetzt aber niemanden anmaulen. So, Nürnberg gegen HSV ist jetzt hier ein Top-Spiel. Der Vorstand mischt sich hier ein. Der Paderborn-Vorstand erwartet von der Mannschaft ein Unentschieden im nächsten Spiel. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Die Fans rechnen mit einem Unentschieden. Wenn es einen Gewinner gibt, dann St. Pauli. Fanclubsprecher Frank Bergheim. Man glaubt, Jannis Heuer sollte in der Startaufstellung stehen oder Jasper van der Werf. Ja, dem kann ich mal folgen, weil wir wackeln ja hinten ziemlich. Das ist mal ein guter Punkt. Das machen wir jetzt nämlich auch. Strodig hat eigentlich auch ganz ordentlich gespielt. Deswegen spielt er jetzt mal mit Heuer und Van der Werf zusammen. Wenn die denn alle fit sind. Außer Kleefisch sind alle fit. Wir spielen hier um 13 Uhr. Danach hat man noch genug Zeit, um in Hamburg auf die Piste zu gehen, wenn es das Ergebnis denn rechtfertigt. So, Burchard hier bei St. Pauli im Tor. Sein Bruder ist unser Torwarttrainer. 27, über 27.000 Karten verkauft. Nicht schlecht, Herr Specht. So, ich komme mal den Wünschen nach und stelle Heuer. Und wer war das noch? Van der Werf. In die Startformation. Srebeni hat gut getroffen, die anderen im Mittelfeld hakt es, glaube ich, noch ziemlich. Klasse Schuster mal. Unser Kapitän. Ach, ich kann den Kapitän nicht auf der Bank setzen. Dann spielt Schuster und Schallenberg mal im Zentrum. Justwan startet mal für Muslia. So machen wir das. Van der Werf, Heuer und Schuster fehlt die Spielpraxis. Ja, Stunde werden sie wohl spielen können. Einige gemischte Gefühle hier.
Nico Walter, schön, dass Strolik heute in der Startelf zu finden ist. Er passt in die Mannschaft wie die Faust aufs Auge. Fiete Bayram, ich sage einen Sieg voraus. Boah, wäre nicht schlecht. Das ist hier eine gute Empfehlung. Das hat der Co-Trainer mir auf einen kleinen Zettel aufgeschrieben. Ich finde, wir sollten ein paar Leuten ihre große Klappe stopfen und ihre Kritik widerlegen. Oder wie seht ihr das? Wir spielen in Hustenbonbon-Blau. Motivierte Gesichter. Nur Strodig und Schallenberg sind gelassen hier von den Startelf-Spielern. Malte Esser. Gibt ihr die Mannschaft seit ihrer Ankunft Grund zur Zuversicht? Im Moment lasse ich das noch auf mich wirken, sammlere weitere Infos. Vor allem weitere Punkte sammeln wäre mal gut. Die Öffentlichkeit will darauf eine angemessene Antwort von Ihnen hören. Gibt Ihnen die Mannschaft seit Ihrer Ankunft Grund zur Zuversicht? Das hacken Sie so hartnäckig nach. Es gibt noch viel zu tun. Daran hat sich auch in den letzten Spielen nichts geändert. Trotz der letzten Ergebnisse scheinen Sie an Ihrem Ansatz festhalten zu wollen. Was macht Sie zuversichtlich, dass sich die Situation verbessern wird? Ich glaube an die Spieler, ich glaube an ihre harte Arbeit, ich weiß, dass wir das packen. So, was für eine Kulisse hier. War ich schon einmal selbst im Stadion 2011, am 34. Spieltag, als es für beide Teams um den Aufstieg ging. Damals Paderborn unter Roger Schmidt. Pauli gewann 5-0, aufgestiegen sind beide nicht. Die einen wurden Fünfter, die einen wurden Vierter. Ich war im Paderborn-Trikot alleine auf einer Tribüne voller Pauli-Fans, aber es sind ja weitestgehend zivilisierte Menschen, die St. Pauli-Fans, die haben mich auch nicht verhauen. Der Verein wurde verhauen auf dem Feld. So, jetzt geht's los. 5. Minute. Ich finde unsere Trikots relativ geil. Wenn man sich diese Trikotfarbe länger anguckt, dann gehen die Halsschmerzen weg. Oder wie war das? Eggestein auf Daschner und oh, das war zum Glück ohne Schmackes geschossen, sodass Yannick Huth auch zupacken kann. So, unter meiner Regie gab es bisher einen Sieg und zwei Niederlagen, beide Niederlagen zu Hause. Ah, wir sehen jetzt hier auch die anderen Ergebnisse. Ich muss mich mal erst ein bisschen orientieren. So, knapp 20 Minuten rum, 18. Minute. Jetzt Pieringer, guter Ballgewinn, Ron Schalenberg. Der muss sich als Kapitän jetzt auch mal ein bisschen in Szene setzen. Ich habe ja schon überlegt, ihn rauszunehmen. Leipatz. Just waren, gucken natürlich auch, was die neu formierte Dreierkette hin macht. Schuster mit einem schönen Pass auf Srebeni, der bisher gut trifft und er macht das 1-0 schon wieder, Dennis Srebeni. Ein Mann für alle Fälle und das Tor muss es überprüft werden. Ich fürchte, es war abseits. Es wird überprüft. Das Tor wird aberkannt. Bullshit. Es gibt ja auch Fehlentscheidungen, ne? Es wäre das 5. Saisontor gewesen. Aber schön rausgespielt. Schuster mit einem, ja. Okay, muss man nicht viel zu sagen, war ein ganz klares Abseits. Aber richtiges Zeichen gesetzt. Ich sage ja immer, setzt mal ein Zeichen, Jungs, spielt klare Bälle. Jetzt hier ein Eckball, Julian Justwan. Muslia ist auf der Bank, deswegen macht er das jetzt. Ah, ich habe die Grafikeinstellung schon wieder nicht runtergeschraubt. Ich hoffe, das ist noch anschaubar. So, Strodig. Wann ist er denn nicht im Strafraum hier nach. Und da ist Srebeni mitgeschickt und jetzt. Nein! Den habe ich drin gesehen, aber es war schon wieder abseits. Schon wieder abseits von Dennis Srebeni. Karlsruhe geht 1-0 in Führung gegen Rostock. Einzigen, die hinter uns stehen. So, durchaus ein Spiel auf Augenhöhe. St. Pauli in der Live-Tabelle auf Platz 8. So, nochmal eine Szene vor dem Halbzeit-Tee. Julian Justwan holte nicht im Zentrum, sondern außen. Ah, es war ein Fehlpass. Oh, gute Grätsche von Conte. Schallenberg chippt den Ball da nach vorne. Justwan, feiner Techniker, schickt Pieringer. Pieringer macht das auch ganz gut auf Augen. Jetzt Conte und Srebeni und diesmal trifft er. Und das war jetzt hoffentlich nicht das dritte Mal abseits. Das war das 1-0 kurz vor dem Halbzeit-Tee. Und diesmal, ja, man kann sich gar nicht direkt freuen, weil man denkt, es wäre abseits gewesen. Nee, diesmal scheint es zu zählen. Und wir gehen in Führung. Schön mal von Justwan und auch Pieringer, der macht das sehr gut da links außen, gefällt mir gut. Conte hat es erst versucht, der Ball klatscht ab am Arsch vom St. Paulianischen Spieler, vom St. Pauli-Spieler, wie sagt man? Und Srebeni in Manier eines Mittelstürmers staubt ab
Der Ball ist drin. Das wird dem Conte sogar als Assist angerechnet, wobei eigentlich der Arsch von dem St. Pauli-Spieler den Assist gegeben hat. Was ist das denn hier? Autobahn? Was ist das denn für eine Straße? Also ich rüge ja andere Spieler für ihre Grafik, aber was soll das denn hier rechts sein? Naja, wir führen 1-0. Das ist wunderbar. Ich bin zufrieden mit der Anzahl unserer Abschlüsse. Macht weiter so. Die Spieler reagieren durch die Bank positiv aus der ersten Elf. Und so können wir weitermachen. Wir würden auf Platz 13 direkt hinter St. Pauli klettern, die gerade auf Platz 12 stehen. Oder gab es schon direkt eine gelbe Karte? Piringer, Strodig, die Abwehrkette. Bisher noch nicht viel geprüft. Vanderwerf, der auch mal mit nach vorne geht. Schießt einfach mal, ja, warum nicht? Ist auch für einen Abwehrspieler einer, der technisch durchaus was auf dem Kasten hat. Irvine hatte eben übrigens gelb gesehen bei den Gastgebern. Schön, wenn wir jetzt unsere Formation dahin in der Dreierkette finden würden. Wir haben ja bisher fleißig gewechselt, aber halt auch fleißig Gegentore kassiert. Auch bei dem Spiel, was wir gewonnen haben. Oh, schöne Videowand hier. Aber hier sieht man, wir kriegen das schon mehr angezeigt als beim letzten Spiel an Szenen. Hatte mich letztes Mal gewundert, dass das Video so viel kleiner war, aber es gab auch einfach kaum zeigenswerte Szenen, aber hier weiß ich auch nicht, was in dieser Szene jetzt hier so zeigenswert sein soll. St. Pauli hier mit langem Anlauf. Pacarada, der war doch Spieler der Woche letzte Woche. Oh, schickte Eggestein, der schießt und knapp drüber. So, ich sollte mal die ersten Wechsel in Betracht ziehen, weil St. Pauli ist mir hier ein bisschen aktiver. Die wechseln auch selber schon. So, ich denke, ich werde jetzt zweimal wechseln. So, die vier hier vorne spielen gut, die anderen spielen okay. Deswegen kommt jetzt mal Marcel Melem für Ron Schallenberg. Der Kapitän geht runter. Außerdem kommt Ofori für Robert Leipertz. Nein, falsch, nicht für Strodig. Verklickt sich einmal schnell. Ofori kommt für Leipertz ins rechte Mittelfeld. Die beiden Wechsel gibt es jetzt. Weitere gibt es dann in Kürze, je nachdem, wie die nächsten Minuten hier so verlaufen. Auf den anderen Plätzen scheinen keine Tore zu fallen. Hier scheint nichts mehr zu passieren. Wir wechseln dann nochmal. Muslia kommt für Justwan. Rohr kommt dann mal ins Mittelfeld für Schuster. Fünften Wechsel haben wir dann noch gleich. Pacarada hat gerade gelb gesehen. Viertelstunde noch. Heidenheim mit dem 1-1, Rohr sieht gelb, Darmstadt mit dem 2-1, so 10 Minuten noch. Dann wechsle ich nochmal, bringe Felix Platte für Dennis Trebeni, der soll sich seinen Applaus abholen, bloß nicht wehtun. So, fünfmal gewechselt, gibt es hier noch Szenen, eine Szene haben wir hier noch. Wanderwerf, oh, Fehlpass, Irvine. Schickt Hartl und die haben die Abwehr da ganz schön ausgehebelt und schießt zum Glück vorbei. Er schießt zum Glück vorbei und 5 Minuten noch. Es sieht gut aus, was hier Auswärtspunkte angeht. Vanderwerf, der mich hier durchaus überzeugt hat mit seiner Leistung. Wenn die Null hinten stehen bleibt, dann wird auch die Dreierkette beim nächsten Mal stehen bleiben. Sind wir so wie Paderborn in echt in der letzten Saison, dass wir auswärts die ganzen Punkte holen? Burchardt. Vanderwerf. 86. Minute. Ein Tor liegt hier noch in der Luft. Ich hab's im Urin. Hartl, Otto und... Ja, habe ich's gerade gesagt. Abseits minimal. Das Tor wird überprüft. Das Tor wird aberkannt. Sage ich, wuhu. Das Tor von David Otto zählt nicht. Das zweite aberkannte Tor in diesem Spiel. Glück für uns. 4 Minuten Nachspielzeit. Passiert noch was. Die Uhr läuft ereignislos runter und wir gewinnen. 1-0 in Hamburg am Millerntor. 2 aberkannte Tore. Dennis Rebeni hat das goldene Tor gemacht. Wir entführen mal wieder aus
aus fremder Spielstätte. 3 Punkte. Jannik Huth, der beste Spieler. Srebeni mit einer ebenso guten Note. So, ich sage, ich bin sehr glücklich. Obwohl wir nicht unsere Bestleistung abgerufen haben, haben wir das gewünschte Ergebnis erzielt. Das allein zählt. Positive Reaktion. Und so langsam wird das doch hier was. Hatten Sie wirklich geglaubt, dass Sie von Ihrer schwachen Form profitieren könnten? Also meinst du an Paulis schwache Form oder was? Ich habe schon wieder 5 Gamerscore-Punkte. You played a competitive match without conceding a goal. Ja, zu 0 gewonnen. So, wir haben immer eine gute Chance, wenn wir die Leistung abrufen, zu der wir fähig sind. Trotzdem schlagen wir natürlich auch von St. Pauli keine Einladung aus. Welchen Einfluss hatte das Tor kurz vor dem Halbzeitpfiff? Das Tor hat alles verändert. Es gab uns Selbstvertrauen, das Momentum, um den Sieg am Ende mitzunehmen. Und wir klettern auf Platz 13, stehen jetzt punktgleich mit St. Pauli direkt hinter denen. Darmstadt gewinnt 2-1 gegen Heidenheim. Karlsruhe gewinnt 1-0 gegen Rostock. Heidenheim und Rostock auf den Abstiegsplätzen. Social Media, Till Buchmann, das hätte heute auch gut und gerne ein Handballergebnis rausspringen können. Was? St. Pauli war unter aller Kanone. Jannis Heuer in der Startelf muss ab sofort ein No-Brainer sein. Er war unauffällig, aber in dem Sinne auch positiv. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Wir haben kein Gegentor kassiert. So soll es sein. Deswegen gebe ich der Dreierkette da hinten, wenn sie fit bleiben, auch eine Einsatzgarantie für das nächste Spiel. Auch Van der Werf, der hier auch von Hanno Dietl hervorgehoben wird. Gucken wir uns nochmal die anderen Ergebnisse hier an. Und dann weiß ich auch nicht, ob wir überhaupt Transfers tätigen müssen. Bin ich eigentlich gar nicht so von überzeugt. Jetzt irgendwen zu verpflichten, nur um wen zu verpflichten. Ich weiß es nicht. Es hängt auch davon ab, ob wir noch Spieler abgeben. Hier Ron Schallenberg wird ja zum Beispiel umworben. So. Verhältnis unfreundlich. Mit den unfreundlichen Journalisten kann sich unser Co-Trainer abgeben. Wir freuen uns über 3 weitere Auswärtspunkte. Spielen als nächstes nach dem Schluss des Transferfensters gegen den 1. FC Magdeburg zu Hause. Dann wollen wir auch den ersten Heimdreier holen. Nürnberg spielt 0-0 gegen den HSV. Der HSV klettert damit auf Platz 2. Nürnberg zieht an uns vorbei. Damit fallen wir auf Platz 14. Huth stellt Otto zufrieden. Dann sind wir jetzt hier am Sonntagmorgen. Nachrichten zum Spieler der Woche. Marcel Franke von Karlsruhe. Wiel macht Leihangebot für Kaya. FV Wiel. Warum sollte ich jetzt irgendeinen an die zweite Liga Mittelrhein ausleihen? Nein, gehen Sie nach Hause. Unsere Jugend scheint ja gar nicht so schlecht zu sein, wenn da so viele Nationalspieler dabei sind. So, können wir uns jetzt eigentlich die anderen Spiele auch angucken, theoretisch. So alle Spiele, alle Tore mäßig. Hannover gewinnt 1-0 gegen Fürth. Kaiserslautern spielt 2-2 gegen Magdeburg. Kiel gewinnt 2-1 gegen Sandhausen. Damit fallen wir auf Platz 15. Haben aber zumindest die Abstiegsränge verlassen. So, der sechste Spieltag ist rum hier in der zweiten Liga. Ganz oben Regensburg und Hannover auf dem Relegationsplatz. HSV auf dem anderen Relegationsplatz. Und Greuther Fürth auf den Abstiegsplätzen. Heidenheim und Rostock. Rostock ist mit einem einzigen Punkt. Fritz-Walter-Stadion, da gibt es auch immer Spektakel. Spieler der Woche, jetzt ist es auf einmal Phil Neumann. Wurde da nochmal überstimmt. So, wir haben ja Magdeburg ganz schön geschröpft. 3 Spieler von denen verpflichtet. Henkes Leihvereinbarung. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Justus Henke während seiner Leihe beim Wuppertaler SV nicht die erwarteten Einsatzzeiten bekommt. Wuppertaler SV hat vorgeschlagen, dass Henke während seiner Leihe ein Stammspieler ist. Entgegen der Vereinbarung wartet er noch auf sein Debüt. Ich sollte mich mit dem Trainer mal unterhalten. Ja, das mache ich jetzt immer selber. Mal die Leute hier per Zoom ankacken. Warum ist Justus Henke bei Ihnen kein Stammspieler? Wir hatten eine Vereinbarung. Er spielt oft genug. Was? Er hat doch noch gar nicht gespielt. Tut mir leid, er muss regelmäßig spielen, ganz einfach. Sie haben völlig, jetzt habe ich zu schnell geklickt, völlig unrealistische Erwartungen, was die Enthaltung hat lange genug gedauert, ich habe noch anderes zu tun. Ja, lecken Sie mich doch, Blödmann. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich am Ende gesagt habe. Aber so. Wöchentliches Mitarbeitertreffen. Hallo. Meiner Meinung nach würde Jasper van der Werf davon profitieren, ständig hinten zu bleiben, da es ihm von Natur aus an Flair fehlt. Ric Flair? Nein. Blödsinn, sage ich gar nichts zu, ich gehe direkt. Er soll so weiterspielen, wie er es hier in Hamburg gemacht hat. Dann gucken wir doch mal,
können ja auch mal auf die Champions League und so gucken. Scouting machen wir jetzt nicht. Ich habe, wie gesagt, keinen Bock, Spieler zu verpflichten und werde das dann wohl auch nicht tun. Können wir ja dann im Zweifel noch im Winter tun. Wir haben jetzt schon mehr Spieler. Es werden natürlich auch Verletzungen und Sperren noch kommen. Aber wir haben jetzt schon Verletzungen und Sperren. Ich habe immer Spieler, wo ich nicht weiß, wen ich aufstellen soll. Was ist hier eine Abstimmung? Sollte Kaya verpflichtet werden? FV Wiel, 59% sagen ja. Ach, was? Nürnberg holt Antwi Ace. Der war auch mal bei Paderborn. So, 11 der Woche. Niemand von uns. Wie komme ich jetzt zurück zu den Nachrichten hier? Ne? So, 11 der Woche. Niemand von uns. Buh. So, wir gucken mal in die dritte Liga. Da sehen wir folgende Ergebnisse. Aue spielt 2-2 gegen Dynamo Dresden. Dortmund 2 verliert 0-1 gegen Freiburg 2. Ingolstadt gewinnt 4-1 gegen Wien Wiesbaden. Viktoria Köln verliert 0-1 gegen 1860. Duisburg gewinnt 3-0 gegen Oldenburg. Verl verliert 1-2 gegen Zwickau. Osnabrück verliert 0-2 gegen Saarbrücken. Elversberg gewinnt 2-1 gegen Mannheim. Bayreuth verliert 1-2 gegen Essen. Dennoch Grüße an den Tabellenletzten aus Bayreuth. Ansonsten Aue, Wiesbaden und Köln auf den Abstiegsplätzen. Ganz oben Freiburg 2. Aufsteigen würden Saarbrücken und Elversberg. Zwickau würde in die Relegation gehen. Dann sehen wir hier in der ersten Liga. Da hat Bochum 2-1 in Freiburg verloren. Hertha spielt 2-2 gegen Dortmund. Hoffenheim gewinnt 2-1 gegen Augsburg. Mainz verliert 1-2 gegen Bayer Leverkusen. Leipzig gewinnt 3-1 gegen Wolfsburg. Schalke spielt 2-2 gegen Union. Bayern verliert 0-1 gegen Gladbach. Wow. Und Köln verliert 1-2 gegen Stuttgart. Bremen gewinnt 1-0 gegen Frankfurt. Damit Dortmund neuer Tabellenführer. Bayern nur auf 2, dahinter Leipzig. Gladbach auf den Euroleague-Plätzen Hoffenheim und Stuttgart. Relegationsplatz hat Union inne, dahinter Köln und Augsburg. So, wir gucken jetzt einfach mal Champions League. Wenn sie jetzt hier groß die Lizenz haben. Warum gibt es hier keine Champions League? Wie finden wir die denn jetzt? Bayern. Wettbewerber. UEFA Champions League. So, lass sehen. Wen haben wir, wie viele Spiele haben wir denn da schon gesehen? Da gab es noch keine Spiele. Dortmund, sind das die echten Gruppen? Ich habe keine Ahnung, was die echten Gruppen sind. Dortmund ist in einer Gruppe mit Barcelona, Porto und Celtic. Leverkusen ist in einer Gruppe mit Sevilla, Ajax und Brügge. Frankfurt ist in einer Gruppe mit Chelsea, Patinope und Olympiakos. Was ist das? Ach, ein italienischer Club. Bayern ist in einer Gruppe mit Liverpool, RB Salzburg und Roter Stern Belgrad. RB Leipzig ist in einer Gruppe mit Schachtjör, Marseille und Milan. Viele deutsche Vertreter hier. Juventus Turin hat mittlerweile auch eine Lizenz, oder? Wie ist das? Ja, hier steht jetzt Juventus, sonst musste man das mal patchen. Ne? So, dann haben wir hier die Europa League. Oh, wir haben die Conference League, auch wenn ich nicht ganz weiß, was dieser Wettbewerb soll, was dessen Daseinsberechtigung ist. Aber schön, dass wir es haben. So, Europa League, sind das die echten Gruppen? Wer spielt denn hier alles mit? Ich verfolge das null in echt. Ich gucke mir vielleicht ab und zu mal ein Ergebnis an. Union in einer Gruppe mit Feyenoord, Monaco und Trabzonspor. Freiburg in einer Gruppe mit Arsenal, Rennes und Sturm Graz. Interessiert mich die Euroleague hier im Spiel mehr als in der Realität. Mittlerweile spielt ja fast die halbe Bundesliga international. So, Conference League. Da haben wir 1. FC Köln in einer Gruppe mit Zürich, Helsinki und Kiew. Weil das ja auch nicht uninteressant ist. So ein internationaler Wettbewerb für kleinere Teams. Ist 1. FC Köln die einzige Mannschaft, die hier mitspielt? Es scheint so. Dafür viel obskure Clubs. So. Und beim nächsten Mal gibt es den Deadline Day und das Spiel zu Hause gegen Magdeburg. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen.